sitzen da in Achau in diesem legendären Ambrus-Studio von damals. Das Büro vom BE-Verleih, um genau zu sagen. Das Ambrus-Studio war da hinten, also ein paar, also ums Eck quasi, in derselben Anlage, wo jetzt aber was jetzt bewohnt wird, was jetzt Wohnungen sind. Mhm. Und in der Mittenhalle, die jetzt vermietet ist als Lager, haben wir probt. War eine Riesenhalle, da waren seinerzeit diese Falco-Proben, also nicht für eine Show waren wir da proben. Und da gleich daneben war der For Music BE-Verleih. Also da hat sich, und gleich daneben den Helmut Michler seine Käsewerkstatt, wo wahrscheinlich jeder einen Käse hat von ihm. Traditionelles Gebiet da. Und wie ich da reingekommen bin, sieht man ja, da wird gearbeitet. Du arbeitest ja auch da, es ist ja auch dein Arbeitsplatz. Im Moment bin ich da angemietet. Ich habe mich, also zuerst habe ich es nur als Lager genutzt, weil ich umgezogen bin, was gesucht habe. Und zuerst irgendwie alles leer liegt, brach. Habe mich eingemietet und tue jetzt auf meine alten Tage in Junker, weil der wohnt nämlich oben. Ein bisschen belästigend mit Lärm. In seinem alten Büro. Ja, genau. Und bin immer noch mit einem Auge an der ehemaligen Lagerhalle, wo der Slot steht, die Slothalle interessiert, weil die unfassbar gut klingt. Aha. Naja, herrlich. Hoch, Holz, Zirkel. Nur halt so ein Brocken, den man stemmen muss. Weil sowas muss man ja in unseren Breiten wintertauglich machen. Ne? Mhm. Also wie gesagt, man muss es adaptieren, aber das war dann herrlich. Also das bin ich jetzt überzeugt, weil das ist das Geheimnis von den Top-Studios, wo die Leute, zum Beispiel wenn sie in Abbey Road reinkommen, oh, Wahnsinn, ja, weil es hoch ist. Mhm. Ein richtig hohes, wohlklingendes Steingewölb. Der beste Hall. Und das hört man nicht alle da. Ne? Ich meine, die alten Kirchen oder so, die kann man bei uns nicht für das verwenden. Das ist, glaube ich, in Amerika und England gar nicht so selten, dass die alte Kirchen zu Studios umbauen. Aber das entspricht sowas. Mhm. Du bist einer der wenigen, die mich seit meiner Jugend so begleiten als Sinnbild von einem heimischen Rockgitarristen. Ich habe das immer bewundert, damals als junger Mensch, wenn ich den Helmut Bibel auf der Bühne stehen habe gesehen, so wie die internationalen Stars. Da war ein Gitarrist mit langen Federn, dann hat er meistens drum lieber Hemden als T-Shirts, Jeanshosen oder Lederhosen und geile Boots. Natürlich die lauten Gitarren, den Chick immer im Halter und in weiterer Folge die Amps, die Verstärker immer in Griffnähe. Helmut, ein herzliches Willkommen zu meiner Sendereihe. Ich freue mich, dass ich heute da sein darf. Und ich erinnere mich noch an ein Interview von dir, wo du gesagt hast, 1970, das war das Jahr, wo ich geboren wurde, bist du als 15-jähriger Bursch damals nach England, um die Sprache zu lernen. War es offiziell die Sprache oder hat da ganz was anderes im Hintergrund ein bisschen mitgespielt? Was hat England aus dir gemacht? Also der Plan war natürlich schon die Sprache. Es war ein ganz normaler Schüleraustausch für Englischnachhilfe. Also, wie hat man damals gesagt? Ja, das war halt der Plan, dass ich dann im Herbst die Englischnachprüfung in der Schule mache. Und dort hat mich dann aber natürlich England, deswegen in London, überrascht. Ich war in Reading, ein Riesenfestival. Und da habe ich zum ersten Mal die volle Breitseite gekriegt von dieser damaligen herrlichen englischen Zeit, nicht, muss man ja sagen, Alright Now war, glaube ich, gerade ein Hit. Naja, herrlich. Ja, vorher war gar nichts in der, nein, gar nichts kann man nicht sagen. Meine Mutter hat schon die eine oder andere Beatles-Platten sie gekauft, aber das dort war dann Rock'n'Roll. Und im Vorfeld schon mit den Gitarren, wie hat sich das bei dir abgespielt? Im Vorfeld war aber gar nichts, nein. Okay. Ich bin erst dort sozusagen richtig reingekippt. Und nachher dann haben wir gedacht, das ist super, das möchte ich auch machen. Zurück nach Wien, rein ins nächsten Musikhaus. Ja. Nicht gleich. Also zuerst einmal, glaube ich, habe ich schon irgendein Klampfen von einem Freund einmal gekriegt und da halt herum. Ja, E-Gitarre war dann auch bald. Und mit Freund halt, wie man das damals so gemacht hat, ein bisschen herumgespielt.
weit entfernt von irgendeinem Unterricht oder sowas. Aha. War nichts. Man hat sich halt, ja, der kennt einen Akkord, ah, cool. Oder das Lick oder das Riff. So hat sich das ergeben. Aber eigentlich war es das Zusammenspielen mit Gleichgesinnten. Mhm. Das war relativ schnell dann was weitergegangen. Ja, kann man fast sagen. Also relativ bald war dann diese Schaltler-AG, die Band, die ganz erfolgreich war. Also im Popotron, was damals ja schon was war, in der Stadthalle war da das Finale gewonnen. War auch dankbare Mischung, so Austropop, ne, deutsche Texte mit Rock, Pop, Musik, Hem und Orgel, also war eigentlich okay. 1979 war dann ein größerer Sprung zur Hell zur Nation Company. Ja, das war, glaube ich, ja, wenn nicht schon vorher. Genau, das war eben das Ende dann von der Schaltler AG, nicht wie ich zur Company gekommen bin. War das ein Zufall oder wurdest du gefunden? Wurde gefunden, ja, durch den Adam Wickerl, nicht, der seines Zeichens ja Finder war, nicht, oder Suchender. Ja, die haben mich gesehen, ich glaube, eben in Langhansee. Ja, und dann hat sich das so ergeben, dass ich da halt doch, ja, 5 Jahre quer durch Deutschland hauptsächlich gedingelt bin. Und von dort war dann da wieder eine Station, die ja fast 30 Jahre gedauert hat, Tradewahl. Tradewahl war so, natürlich zuerst nicht. Es hat sich ja immer so abgespielt, dass die nicht bei der Company gespielt haben, dann bei Tradewahl gespielt haben. Aber natürlich nicht während man bei der Company gespielt hat. Aber wie ich dann, also Company nicht mehr war, bin ich schon sehr gern zu Tradewahl gegangen. Mhm. Weil da Stefan Weber ja ein originaler super Typ ist. Allerdings war nach der Company eben direkt an die Baum in the Tricks. Weil das war die letzte Besetzung von der Company. Mhm. Mit der sind wir dann sozusagen ausgestiegen und haben an die Baum doch immerhin ja, 10 Jahre lang sehr fleißig mit 5 CDs und auch für vielen, vielen Auftritten betrieben. Ja, war auch cool. Und da daneben war dann Falco, wo eben ich und auch der Polio, der Keyboardler, Kollege von mir, bei allen Bands, sozusagen dann halt ab und zu die Tourneen halt mitgespielt haben. Es war immer sehr kompakt, Falco. Um zum Andy Baum zurückzukommen, ja. Das war genau die Zeit, wo ich so ein junger Bub war und mich das irrsinnig fasziniert hat, weil das für mich eine Musik war, die was auf einem internationalen Level gespielt hat. Das hat man damals in Österreich sehr selten bis nie gehabt. Still Remember Yvonne, Andy Baum. Also das ist schon gefahren damals. Und da sind ja weitere Alben. 55 Alben. What's Wrong? Some Extra Faders, alles Geschichten, wo man denkt, boah, das ist wirklich so international. Was hat es gefällt eigentlich für diesen internationalen? Das hast du so gesagt, wir haben es nicht international betrieben. Weil wenn man internationale Musik schreibt, dann muss man natürlich auch international agieren. Du kannst nicht erwarten, dass du international englischsprachige Musik in Österreich flächendeckend ausreichend verkaufst. Das schafft ja nicht einmal. Also das schaffen vielleicht gerade die absoluten Top-Acts, aber wenn du so ausschaust, vergleichbare, sehr bekannte Acts, was die in Österreich verkaufen, ist auch nicht so berühmt, aber in den ganzen Weltmarkt. Das heißt, man muss natürlich sich in den Flieger setzen und schon sehr wohl zum Beispiel Amerika besuchen. Oder halt überall, wo es nur geht, außer. Du kennst ja andere Länder auch durch deine musikalischen Reisen. Sind wir ein bisschen verwendet? Naja, verwendet, ich weiß nicht, ob es verwendet ist. Bei uns wieder alles. Jedes Jahr kann man Top-Konzerte in der ganzen Welt im eigenen Land. Wird man da nicht ein bisschen verwendet? Ja, ich meine, die fahren ja auch weiter, die fahren ja auch nach Italien und nach Frankreich. Aber trotzdem hat der Italiener und der Franzose seine eigenen auch und sagt nicht, ja, warte, bis der wieder kommt. Und nein, die haben sogar das Unterrad, weil in Frankreich war ich öfter, eigentlich, glaube ich, mit 3 Jahren hintereinander. So immer herumgefahren und da haben wir Plakate, siehst du, da war der Name vom regionalen, auch beim Festival, Act größer geschrieben wie Tina Turner drunter. Und von den Italienern brauchen wir gar nicht reden, die haben eine Riesenszene und wenn man da braucht man den Radio auftragen, wenn man über die Grenze fährt. Du hörst ja zwischendurch, hörst du eher
David Guetta vielleicht oder die gar Lady Gaga, aber natürlich jede Menge inländischer Künstler. Ne? Bei uns das überhaupt nicht. Das wurde uns ausgetrieben. Das wurde uns ausgetrieben. Das ist halt das Mangel an Selbstwert. Das ist jetzt, das kann man eigene Diskussionsrunden drüber machen, wo das herkommt. Aber es ist schon der Grund. Das ist ja im Sport auch nicht anders. Ne? Das meine ich. Das muss man sich separat schaffen. Entweder man singt in der eigenen Sprache, dann hat man doch mehr Chancen im eigenen Land, auch wenn es klar ist. Oder man sagt nichts, wie die Schweden, wir machen international Englisch, aber dann muss man natürlich auch die Welt bereisen. Ja. Das ist ja auch bei dir mal passiert. Du hast das schon angesprochen, Falco. Das war Ende der 80er Jahre, wo du da mit der Band, ist das die Zeit gewesen? Ja, schon von Anfang an. Also ich habe vom ersten Gig weg gleich Kommissar. Hochkrone war der erste Event, wo Falco ein bisschen größer plötzlich da war, Stadthalle. Ja, dann ist es so sukzessive losgegangen und mit Amadeus natürlich dann explodiert. Ne. Wie war das damals? Man hat sie kennt. Und ja, genau. Da hat ein Kapellmeister zu dir gesagt, okay, du. Der Viehweger, der Peter Viehweger, der Fidschi hat sich an mich gewandt, ja, wir machen das. Ja, dass man einen Rockgitarristen auch hat, ist ja vom Konzept nicht schlecht. Ist es nicht gerade Rockmusik, Falco gewesen, aber es hat ganz gut ins Bild gepasst und an einem guten Tag, wenn der Mixer mehr Auftrag hat, hat schon einen Punkt. Nein, aber eine gute Band, große, gute Band. Und wir haben auch, denke ich mal, schon diesen Druck standgehalten, eine internationale Produktion hinzulegen. In Japan waren wir, Deutschland sowieso. Amerika leider nicht, das war zwar schon in Planung, aber da wollte er nicht. Oder nicht gleich. Nur die Amis kannst du nicht sagen, nein, jetzt nicht, später. Wenn es da nicht gleich habt angeschließt, war dann nichts mehr. Und dann ist ja eben leider diese letzte Tournee gar nicht zustande gekommen, für die wir zwar probt haben und wo wir schon den ersten Gig gespielt gehabt haben, aber dann aufgrund der Vorverkäufe sicherheitshalber gecancelt wurde. Weil das ist eben so, in diesen großen Locations, wo 12.000 bis 15.000 Leute reinpassen, muss man leider sagen, dass bei 8.000 schon eine Katastrophe ist. Weil? Naja, weil der Break-Even erst bei, sagen wir, 10.000 ist. Das heißt, wenn 12.000 kommen, ist ein Gewinn, wenn 10.000 kommen, ist Break-Even, wenn 8.000 kommen, ist eine Katastrophe. Also in diesem Top-Hit-Bereich, wo diese ganz teuren großen Hallen voll sein müssen, braucht man eben immer einen Hit. Und da war bei dieser Wiener Blut-CD nicht wirklich einer. Ja, und dann war eben leider ein kleines Sense. Was war das für ein Gefühl damals, wie du von relativ kleinen Bühnen jetzt so international mit so einem internationalen Eck mit 15 Leuten auf der Bühne oder so gespielt hast? Was war das für eine Zeit? Viel war da bei der Company auch. Also so kleine Bühne. Ja, war okay. Das war ja der Hauptgrund, also das war eigentlich das, was mir am besten gefallen hat, dass man das auch einmal macht. Weil, wo man sich um nichts kümmern muss, wo alles organisiert wird, also passt alles, gar stimmt. Allerdings ist es auch ein bisschen fader. Aha. Weil es schaut immer irgendwie gleich aus. Und man weiß gar nicht, wo ist man da jetzt. Und das ist jeden Tag genau dasselbe. Und muss nicht jetzt auf Dauer sein, so diese ganz große Sache. Aber es war schon eine gute Erfahrung, dass wir es auch nicht gemacht haben. Vor allem, weil meine Lieblings-CD Made in Japan von den Deep Purple, na cool, da bin ich einmal da in Osaka und in Tokio. War auch ganz witzig. Der Richie Blackmore war ja für dich ein Hero. Du hast einmal gesagt, bei dem passt das Gesamtbild, so wie ich das damals auch bei dir empfunden habe. Das ist ein Vergleich, da passt alles. Ja, da bleibt mir natürlich das Maß aller Dinge, also meiner Meinung nach, nein, nicht nur meiner Meinung nach. Es kommt jetzt ja immer mehr. Eine Zeit lang habe ich gedacht, naja, wieso wird der nie so gewürdigt? Ist er ja eh. Ich meine, wenn man sich heute anschaut, die Purple-Auftritte aus den 68er, 69er Jahren, wie wenn Marsmenschen gelandet wären. Publikum, Bühne, was die da aufgeführt haben, war schon super. Und sie waren super gute Musiker. Das hat mir so gefallen. Ja,
es waren andere auch. Aber diese handwerklich betrachtet, waren die Purple schon sehr gut. Und vor allem das, als Gitarrist, perfekt. Attitude, Sound, wie er die Nummern anlegt, die wichtigen Riffs, also super, super Typ. Stichwort handwerklich betrachtet. Und jetzt brauchst du das Werkzeug dazu. Auf welche Gitarren fühlst du dich am wohlsten? Wie, hat sich das, wie geht das Klangbild für dich im Kopf ab, wenn du sagst, das ist jetzt eine Mai-Gitarre? Die klassischen, also ein Fender Stratocaster, da kann man nichts falsch machen, das ist meine Nummer 1 Gitarre. Aber natürlich auch ein Gibson Les Paul oder ein Telecaster, alles in Ordnung. Es muss mir halt das Instrument sehr entgegenkommen, muss das, was ich will, damit muss ich machen können. Und dann ist halt Sympathie. Oder halt bei der Strat deswegen, weil das so, so vielseitig ist. Man kann, so wie das ja meistens der Fall ist, wo man keinen Assistenten hat, der einen da Gitarren bringt, während einem Auftritt, spielt man jetzt den ganzen Gig mit einer Gitarre. Da ist mir natürlich die Gitarre die sympathischste, mit der ich das meiste abdecken kann. Also clean, ich bin nicht sehr clean, aber relativ clean, der Hebel. Also das ist alles sehr praktisch bei der Stratocaster. Deswegen der Design Stratocaster. Gibson? Ja, super, Les Paul. Ich liebe mein Les Paul. Aber wie gesagt, auf der tue ich mir ein bisschen schwerer, ein ganzes Programm zu spielen, weil ich ja nicht ZZ Top oder AC/DC gespielt habe, sondern eher also vielseitigere Stilistiken abdecken, ein bisschen, nicht sehr viel, aber doch ein bisschen vielseitiger, deswegen ist Draht. Und weil ich bin schon ein Fan von David Gilmour oder von Jimi Hendrix eben, das ist schon eine feine Sache und die waren auch ohne das Draht nicht sie gewesen, ne? Oder was heißt gewesen, er ist sie immer, aber David Gilmour. Ich ja immer noch sechs Jahre. Jetzt ja, vielleicht ein bisschen eine depperte Frage, aber inwieweit man sagt, die Farbe einer Gitarre ist unwesentlich wesentlich. Und bei dir habe ich immer dieses Bild vor meinen Augen, es hat eine türkise Gitarre gegeben. Ja, hat es gar nicht schon. Ist ein Zufall, da wird man dann schon ein bisschen sensibler auch auf das, was man da in der Hand hat, dieses Werkzeug. Ja, das hat mir schon gefallen, aber es war eigentlich hauptsächlich eine weiße gehabt, aber weil es halt eine gute alte ist. Und bei einer guten alten kann man jetzt nicht auch noch die Farbe aussuchen. Da bin ich froh, das ist, schätze sehr mein 63er Strat. Aber wenn man dann auch die Türkisene gekauft hat, das war dann die. Später dann die Eric Clapton Strat, klar, gefällt mir sehr, sehr gut. Aber mir gefällt auch herrlich, finde ich nach wie vor, ein schwarzer Körper mit einem Maple Neck, das hat mich immer so begeistert als Bub. Ich will mir glauben, das sind zwei verschiedene Gitarren, ein schwarzer mit einem Maple Neck und ein weißer mit einem Rosenmund, aber ich glaube, sind verschieden. Weil die eine schaut urlang aus und die andere urgestau. Also das ist für mich die schönste Strat, dieser schwarze mit einem Maple Neck. Im Autoradio, da habe ich mir nämlich dann diesen Entschluss gefasst, damals da habe ich auf Ö1 diese Sendung gehört von Wiener Reuter. Ah, hast du das auch? Spielräume. Da bin ich mit dem Auto gefahren, heim vom Job, okay. Und ich höre auf Ö1 die Burschen da reden. Und die haben analysiert, habt ihr da auch in die Gitarren eingegriffen. Ja, das war sehr speziell. Riffgeschichten. Das war eigentlich ein super Thema, nicht? Weil das ist ja genau das, was ich gemeint habe. Wie wichtig das Gitarrenriff eigentlich in den 70er, 80er, das ist ein bisschen weg. Das ist heute so Radio oder Mainstream, wie heißt das nicht mehr? Mhm. Was war die Welt ohne Honky Tonk Woman, Satisfaction, Schmuck und Wunder, egal, gibt es ja alles, auch die Beatles-Nummern, also nicht nur die Wüden, sondern auch die kommerziellen Nummern, haben dieses Riff, diesen Hook. Und der ist halt doch zu 90% von der Gitarre gekommen. Bis auf wenige Ausnahmen. Saxophon, also es muss nicht eine Gitarre sein, aber es war halt sehr oft die Gitarre. In diesen prägenden Lines. Die Hooks, Riffs, die wow, das auch, das kenne ich. Also die sofort einmal die Nummer automatisch, vielleicht nicht gleich zum Hit, aber ein Wiedererkennungswert sofort. Und das ist aber das Wichtigste. Ne? Klar kannst du auch sagen, kannst jede Nummer, wenn du das 20 Mal spielst in der Stunde, den Leuten eine hämmern. Aber manche von diesen Iconic Riffs haben das auch geschafft, ohne dass das wer so betrieben hätte.
Aber nochmal zu den Richie Blackmore zurückzukommen. Hast du, der ist um 10 Jahre älter wie du. Ja, gut, ja. Und natürlich schon oft gesehen, nehme ich an, auf Bühnen. Hoch, also immer wenn sie da waren, Man hat die Möglichkeit gehabt, mit ihm persönlich zusammenzukommen. Nein. Ja, zufällig, aber dann geht's auch noch. Ich bin gerade noch an die Purple Gig, ich glaube mit dem Moped sogar, fahre so von der Stadthalle jetzt aus, so rundherum, von mir rennt auch Ira, Richie Blackmore, wie von der Tarantel gestochen, da gerade auf der Straße mir entgegen, irgendwo hin, voll wütend, ich weiß nicht warum. Da hatte ich oft so Aggressionsanfälle gehabt, aber persönlich zu tun gehabt. Also nie wo gespielt, wo die auch gespielt haben, weil das war ja die einzige Chance, ja. Wenn man solchen Menschen begegnet. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Ah, genau. Ja. Du nicht wieder Rainbow aufleben lassen. Weil so bei dieser Renaissance-Geschichte werden wir uns eher nicht treffen. Und auf dich zurückzukommen, weil du zuerst auch ein bisschen die Nostalgie angesprochen hast. 2010 hat man im Gasometer 40 Jahre Woodstock gefeiert. Ja, genau. Eine legendäre Geschichte, weil der Helmut Bibel ist damals aufgetreten und so wie Jimi Hendrix bei einer Jimi Hendrix Nummer gehört ein Chick dazu. Und dieser Veranstalter hat dann eine Anzeige bekommen aufgrund dessen. Ich habe erst vor kurzem den Gerd Steinbecker bei mir gehabt und der hat gesagt, ja, wir haben ja alle nicht vom Gemüse gelebt damals. Jetzt sind wir aber auch schon in die Jahre gekommen. Wie hältst du das? Wie hältst du ein Rock'n'Roller fit? Fit? Nein, fit, ich muss das viel mehr machen. Also das kann nicht, ich weiß, wie es geht, man muss nur machen. Nicht? Nein, ich muss da ein bisschen wieder sozusagen den lustigen Leben. Nein, man sollte auf jeden Fall ein bisschen disziplinierter. Wobei ich sagen muss, Drogen sind nicht so meins, also außer den Zigaretten bin ich drogenfrei, kann man sagen. Ein bisschen mehr Sport war natürlich nicht schlecht. Also Sport, Bewegung, gesunder Sport. Tennis spielen habe ich ganz gern betrieben, aber ist kann ich auch nicht mehr so, weil die Rennerei und so. Also irgendwie muss man halt, wenn man will, an sich arbeiten. Ich meine, mein Vater ist 96, der hat es aber eh vorgemacht, wie das geht. Ne? Der hat einfach hat immer alles weggelassen. Rauchen aufgehört, isst nur mehr die Hälfte, trinkt nichts, also so geht's. Dann sehr, sehr lang viel gewandert, also gesunder Sport. Also noch ein bisschen müsste ich mich nach dem ein bisschen mehr orientieren, dann was noch besser. Aber es steckt einiges drin von deinem Vater in dir, weil so viel ich mitgekriegt habe, bist du ein sehr naturgebundener Mensch, also ein sehr bodenständiger, und du hast Tiere, du hast Hunde. Ich habe keine, das ist ja das Lustige, ich habe persönlich im Anblick gar keinen, aber sehr viele Freunde mit Hund, und die haben mich natürlich, auf die Stürze mit. Ja, ja, du bist ein Tierliebhaber. Absolut. Auf deiner und bist ja top aktuell auf der Facebook-Seite. Habe ich das letzte Mal einen Clip gesehen, wo man denkt, siehst, er kommt in, ich glaube, ein Tierheim, so wie das aussieht. Es ist gerade eher, es ist eigentlich ein Pferdegestüt, aber die Besitzerin ist sehr hat mindestens 10 Hundgeräte aus Ungarn. Also es ist schon so eine Tierpension. Kann man sagen. Und du bist Weihnachten hingegangen und hast die Tiere dort gefüttert? Nein, ich gehe da oft hin, also weil von einem Freund, den ich, der Pferd dort auch hat, aber wenn ich dann immer halt einen Sack Brettis mit oder was, die kennen mich schon. So hält sich der Helmut Bibel im besten Alter fit. Helmut, was ist zurzeit so das Thema, was musikalischer Natur? Wo ist das Schiff zurzeit? Ja, das Schiff, mich hat wieder auf Kurs gebracht. Also mein letztes, nicht einmal wirklich in die Gänge gekommenes Projekt, war ja mit dem Steve Gander. Genau. Der ist eigentlich ein super guter englischer Poet, Liedermacher. Hat sich aber dann irgendwie doch nicht so entwickelt, wie ich es wollen hätte. Schade, finde ich schade, weil es echt gut war. Aber er hat es halt nicht so, wir sind irgendwie nicht so zusammengekommen mit dem, wie man das jetzt betreibt. Weil ich bin schon der Meinung, wenn man was macht, muss man es ordentlich machen. Mhm. Man muss dort spielen, wo es sich irgendwie ausgeht. Und das ist halt, wenn man was Neues macht, was niemand kennt, nichts anderes, was die Jungen haben müssen. In einem kleinen Club, für wenig Gage, muss man die Kosten gering halten. Mhm. Also das bleibt niemandem erspart. Das war immer so und wird auch immer so bleiben. Nichts kommt, nichts.
Also nichts, was mich interessiert, weil mein schon sehr geliebter, der Kurt Hauenstein, mit dem ich ja die letzten Jahre gespielt habe, der leider gestorben ist, das war super, weil mit dem war das noch gegangen. Mit dem sind wir wegen einem Gig bis Sibirien geflogen, was ziemlich stressig ist, aber es hat ihm und also es hat ihm, endlich wieder on the road. Also da war so eine Freude, eine jugendliche Freude, nicht? Obwohl man da wirklich den absoluten Stress hat heutzutage mit solchen weiten Reisen. Flughafen, furchtbar. Nicht rauchen, nein, entsetzlich. Aber wurscht, weil man hat einen Gig und ist unterwegs. Gehört dazu zum Business. Genau. Und du hast es gerade angesprochen, also diese Harmonie zwischen den Leuten. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung. Ja? Super wichtig, super wichtig. Ich meine, es gibt natürlich Beispiele, aber die sind halt durch die durchs Business verbunden, die sie nicht vertrauen. Das hört man ja leider immer wieder. Sehen sie nur auf der Bühne, dann so wie wenn. Traurig. Aber prinzipiell ist natürlich schon die Chemie wesentlicher Faktor. Also zumindest am Anfang war das sicher auch bei all diesen erfolgreichen Bands. Dass sie sich vielleicht nach Jahrzehnten dann halt nicht mehr so unbedingt gern haben. Ja, kommt vor. Aber am Anfang war das sicher wichtig. Also das am selben Strang ziehen. Man muss jetzt nicht unbedingt privat dauernd zusammenbieten, aber das Musikalische muss schon passen. Da muss man selber geschmacken haben, da muss man selber wollen. Es ist ja doch irgendwie fast vergleichbar wie eine Beziehung. Ja, ja. Und die dürfte ja ganz gut gelungen sein, weil das ist ja immer, wenn man jetzt nimmt, einige Jahre bei der Hallucination Company, 28 Jahre bei Tradewabel, gute 10 Jahre mit Andy Baum, also das sind ja so wirkliche Ehen gewesen, die was sie da, ja, und natürlich auch mit dem musikalischen Strang, dass man sagt, man zieht auf einer Linie. Ja, das finde ich auch, das ist glaube ich auch eine meiner eher guten Eigenschaften, vielleicht nicht die beliebteste, aber ich finde gute Eigenschaft, dass ich den Motor auf Touren halt. Mhm. Das ist ja das, was man vielleicht auch bei manchen gar nicht, also das schätzen manche gar nicht so, ja, der macht immer so einen Druck. Aber es geht halt auch ohne dem nicht. Irgendwer muss das machen. Ich habe dann manchmal schon den Eindruck gehabt, ich bin mehr der Echt wie der Echt selbst. Also beim Stefan Weber zum Beispiel. War gut, bei Stefan war es aber auch klar, weil der hat das so deklariert. Der hat gesagt, nein, er ist Fulltime-Professor, ne, Zeichner und Werkerziehung und macht das mehr oder weniger nur als Hobby. Mhm. Und auch wenn da Angebote waren und von allen Seiten Nachfragen, er hat trotzdem eigentlich eher abgelehnt, die lukrativen Sachen. Und hat sich dann mehr, was weiß ich, politisch oder Benefits, ja, da hätte man ihn dann überreden können. Aber Geld war für ihn nie das Thema. Warum auch? Er hat ja seinen Job gemacht. Mhm. Das hat man leider bei einer Band, die das hauptberuflich macht, ist eigentlich Voraussetzung, dass das jeder anmerken macht. Also muss ich schon sagen, das ist vielleicht auch der Unterschied zu viel von den Jungen heute, die eigentlich mit wenig Arbeit gleich viel wollen. Das geht nicht. Wir haben, an die Baum haben wir aber sowas von intensiv gearbeitet. Ja, wir haben ganz normalen 8-Stunden-Tag im Proberaum verbracht, als quasi Vorproduktion, bevor man noch irgendwie ins Studio gegangen ist. Das war kein Thema. Da hat man sich nicht getroffen, auch mit der Woche zum Proben. Was würdest du heute, wenn einer zu dir kommt, Musik zu machen, was gibt's denn? Was würdest du denn empfehlen? Was würdest du denn mitgeben? Ja, die sind etthaft, die Jungen, weil die müssen, ja, das ist ja das, was man heute anscheinend wirklich muss, dass sie selbst verkaufen, fast schon dazugehört. Also zumindest präsentieren, nicht mit gleich YouTube-Video, also man selber ein Video, selber aufnehmen, selber vermarkten. Ob das jetzt immer geht, sei dahingestellt, aber allein, dass man Bescheid weiß, dass das sehr wichtig ist, hilft einmal, dass man sich vielleicht mit den richtigen Menschen dann zusammensetzt. Weil das ist, glaube ich, das Geheimnis, dass man zum richtigen, wie man immer sagt, im richtigen Moment, am richtigen Ort, mit den richtigen Menschen, dann kann es eigentlich nur positiv sein, nicht? Wenn man solche richtigen Vernetzungen zustande bringt. Der schwierige Künstler, der leicht autistische, der
unbedingt braucht, einen Agenten oder einen Manager, den schätze ich zwar auch sehr hoch ein, aber wie ich schon gesagt habe, der braucht eben eine wohlmeinende, führende, helfende Hand. Der Bereich ist nach wie vor nicht sehr dicht besetzt, leider. Also das, was eine Plattenfirma früher hätte machen sollen, oder eben ein persönlicher Manager, noch besser. Ja, das, aber sonst, da kann man Jungen nur raten, halt schon mit dem nötigen Durchblick, Überblick, sich selbst positionieren und halt so weit es geht aufpassen, dass man nicht nur ausgenutzt wird. Mhm. Und, weil es ist schon ein paar hartes Business, aber wahrscheinlich ist das eh überall. Aber über eins haben wir noch ganz kurz, also noch nicht gesprochen, das ist deine eigene Kreativität. Wie gehst du an solche Sachen ran? Hast du manches Mal so, was weiß ich jetzt, da ist irgendwas im Kopf, her mit der Gitarre, notieren, aufnehmen? Ja, das sind dann so, ich sag dazu halt so Riffothek. Also das sind halt so Riffs oder so kleine Gitarrendinger, die dann zu gegebenem Zeitpunkt dann halt auspack, wenn es zu einem Lied dazu passt. Also ich erfinde am liebsten meine eigenen Gitarren selber. Das ist das, was mir am meisten freut. Oder das andere macht mir leider gar keinen Spaß. Also außer Falco, das war eigentlich das Einzige, wo ich was gespielt habe, was nicht von mir war. Was halt irgendein Holländer sich ausgedacht hat. Aber sonst habe ich immer, wo auch immer in jeder Band, meine eigene Gitarren-Arrangement ist von mir gekommen. Auch wenn es nicht die Komposition von mir ist, aber das, was ich auf der Gitarre spiele, das ist es, was mir dazu einfällt. Und so ist es, glaube ich, auch in international betrachtet. So werden auch die Aerosmiths arbeiten oder die Bon Jovis oder wie soll ich heißen, nicht? Dass da Stones, dass da eben Sänger, Gitarristen miteinander oder vielleicht eine ganze Band miteinander halt so lange herumspielt und bis, merkt er das, das war leibend. Mhm. Ist ja auch eine Art von Mitkomponieren. Die eben, manchmal wird es eh gewürdigt, manchmal auch nicht, ungerechterweise. Aber das ist mir am sympathischsten in solchen Fällen, die dann, wenn man das ganz schwer trennen kann, also rein rechtlich betrachtet, ja, okay, könnte man sagen, der Komponist ist der die Melodie über den Refrain geschrieben hat. Aber was da sonst für wichtige Komponenten dazugekommen sind, gehört eigentlich auch belohnt. Und deswegen habe ich immer ganz gut gefunden, die Bands, die das automatisch teilen. Mhm. Und das haben wir bei Mandy Baum immer gemacht. Die Komposition immer gefünftelt und Text eher. Mhm. Weil jeder mitgewirkt. Weil jeder ja total viel Zeit und Kreativität investiert hat, die ja dann sonst nie abgegolten worden wäre. Ja. Mhm. Im Studio kriegt man. Ich habe das noch nie erlebt, dass irgendwer genau weiß, was man da jetzt spielen soll auf der E-Gitarre. Ja, da hoch und spiel was da, was fällt da ein? Dann müsst eigentlich du was komponieren, weil die Noten, also eine Jimi Hendrix Nummer, da steht, wenn du Noten sehen würdest, E-Dur, aber was sich da spielt, ist dann eben das, was der Jimi Hendrix da gespielt hat. Und so schreibt ja keiner auf, der nicht Gitarrist ist. Ne? Also da muss man schon ein bisschen aufpassen drauf, dass die Kreativität nicht so, die man ja gern zur Verfügung stellt, aber dass die halt auch ein bisschen belohnt wird. Nicht untergeht. Ja. Aber gibt es auch nur Beispiele, wo da irgendwer klagt, irgendwen. Und es ist halt doch ein Profit, ein bisschen, ja, es ist schon ein Profit-Business. Mhm. Glaube ich alles. Aber es ist die Freundschaft, die was dann auch noch hält, oder? Weil ja, das ist schon. Wenn man so ein bisschen durch die Szene geht und redet über Leute, dann sagt man, der Heimann, der Klaus an mich geht. Das hört man immer wieder. Ne? Also, man greift auch immer wieder gern zu diesen Leuten dann zurück. Ne? Ja, das ist nein, ich kann mich nicht beklagen. Also ich beklage mich höchstens, dass wir halt leider viel nicht geschafft haben und nicht mehr gibt. Nicht? Durch viele Ausfälle in dem Genre. Aber so bin ich schon auch immer froh, wenn wir noch welche Sicht noch aufrecht durch die Gegend marschieren und halbwegs fit sind. Und alle, gibt ja andere Leiden, die man haben kann. Nicht? Da ab kann man werden,
Arthrose oder wie das heißt, Arthritis kann man kriegen. Oder überhaupt umfallen, ja, ja. Klar. Das ist ganz schlecht. Aber wie gesagt, auch diese Berufskrankheiten, so mit Gicht oder Arthritis oder eben taub, kann schon viel sein, dass man das dann nicht mehr machen kann, ne? Das, was man gerne macht. Und ich meine, klar, Pensionsalter, ja, ist ja so ein Normalfall für das schon machen, also haben. Ja, bei Künstlern ist es halt so, dass die sonst eigentlich nicht aufhören täten. Ne? Ja. Also bis zur letzten Minute. Besten Fall auf der Bühne. Ja. Hoffen wir, dass es noch lang dauert. Das ist die, sagen wir, 63 ist kein Alter. Siehst du? Ja, gut, das, wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass man davon ausgehen kann, man muss schon was dazu beitragen. Also wenn ich da nicht selber Bremsen ziehe bei gewissen Sachen, kann man das nicht erwarten. Was soll die Zukunft noch bringen? Ja, hoffentlich. Hoffentlich Gesundheit, hoffentlich Frieden, hoffentlich sozialen Wohlstand. Also wir haben wirklich eine schöne Zeit erlebt, ne, die letzten Jahrzehnte, muss man schon sagen. Eine glückliche Generation, vergleichsweise. Ja, war nicht schlecht, wenn das auch noch bleibt für die Nächsten. Weil das ist das Letzte, was wir, glaube ich, brauchten. Ne? Irgendwelche unseligen Probleme dieser Art. Dass dann überhaupt das, wo dann sowas wie ein Konzert oder Unterhaltung leider überhaupt kein Thema ist, nicht? Wenn man nicht weiß, wie man sich schützt vor was auch immer und vielleicht nichts zum Essen hat. Also sind wir froh, dass wir in einer Zeit leben, wo das überhaupt alles ein Thema ist, über was wir da reden. Nicht, dass wir nicht nur flüchten müssen oder so. Und wir können uns unterhalten über Konzerte und Anekdoten, das ist fein. Helmut, vielen herzlichen Dank für die Dreiviertelstunde, was du mir jetzt an Zeit geschenkt hast, und ich weiß, dass Zeit kostbar ist. Danke. Und am Schluss eines jeden Interviews bitte ich den jeweiligen Gesprächspartner, einen Satz, den muss ich beginne, für dich selber weiter zu erzählen, so wie du den spürst, so wie du den fühlst. Und das ist ein Klassiker, der heißt, der Sinn des Lebens ist es, nicht aufhören zu lernen und dabei auch glücklich und zufrieden zu sein. Das soll so bleiben, wie es ist. Vielen Dank. Danke für die Zeit. Gesundheit weiterhin. Danke. Spaß an der Sache und ein positiv gestandener Bursch bist sowieso. Also da kann nicht viel passieren in den nächsten Jahren. Ja, ich freue mich.